Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 2. Mai 2018? Heute ist der Tag der Verwirklichung, das Handeln, etwas Neues beginnen, aktiv zu sein, gesellig zu sein, auf die Reise zu gehen, etwas unternehmen. Aber wir sollen auch darauf achten, was steht noch im Weg, wovon sollten wir noch verabschieden, aufräumen, loslassen. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier und das bedeutet für die Stiergeborenen Wahrheit. Etwas ins Licht zu bringen, die Wahrheit erkennen, etwas klar und deutlich sehen, aber auch gesehen werden. Die Stiergeborenen haben zurzeit die Bedürfnis, wahrgenommen zu werden. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das bedeutet für die Skorpiongeborenen Sicherheit, Stabilität, Materie, also auch finanzielle Sicherheit, ein fester Boden unter den Füßen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Schütze, besser gesagt in Tierkreiszeichen Schlangenträger. Es gibt nämlich eine 13. Tierkreiszeichen, was nicht zu Tierkreiszeichen gezählt wird. Fakt ist, die Tierkreiszeichen oder das Sternbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik, zählt aber nicht zu dem Tierkreiszeichen. Und genau in diesem Bereich Schlangenträger bewegt sich gerade den Mond. Die Geschichte habe ich gestern erzählt. Der Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Art, und genau in diesem Bereich bewegt sich unser Mond und vermittelt diese Energie. Mond hat die Eigenschaft, dass die Einflüsse aufnimmt und reflektiert uns weiter und somit hat ein Einfluss auf unseren Alltag, aber auch unserem Gefühlszustand. Unseren Gefühlen werden zum Element Wasser zugeordnet und Mond hat einen großen Einfluss auf dem Wasser. Denken wir an Ebbe und Flut, wo die Mondkraft ganze Ozeane bewegt. Und heute empfehle ich die Halbedelstein Achat. Das zeige ich auch. Es gibt in verschiedenen Farben. Achat gilt als Schmuckstein, auch als Heilstein und auch als Schutzstein. Die alten Ägypter haben Achat bei sich getragen als Glücksstein, als Glücksamulett. In alter Rom wurde gesagt, Achat verleiht Macht und Reichtum. Im Mittelalter wurde erzählt, dass Achat schützt von Blitz und Donner. Achat hilft, etwas in Oberfläche zu bringen, was wir verdrängen. Achat hilft bei dem inneren Gleichgewicht, gibt Sicherheit und Stabilität und Kraft und Mut bei Neubeginn. Wir sollen Achat einmal im Monat entladen mit fließendem Wasser und aufladen mit Sonnenenergie, mit Sonnenkraft. Und im Nacht können wir mit Mondenergie aufladen, immer darauf achten, wo bewegt sich die Mond. Dann gibt natürlich die Themen, jetzt gerade bei Schütze, die Thema ist Reise oder Erkenntnisse zu gewinnen. Und dabei hilft jetzt gerade diese Mondenergie. Wir können auch verstärken die Achat-Wirkung mit Bergkristall. Und wie wirken die Sternen auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Sie wollen etwas klar und deutlich erkennen, etwas klar und deutlich sehen. Natürlich hilft Achat dabei. Vor allem ist Achat der Stein für die Stiergeborenen, für die Steinbockgeborenen, für Fischengeborenen und auch bei Skorpiongeborenen. Also Achat ist die Hauptstein für die Stiergeborenen.
Und das hilft dabei, Klarheit und Orientierung zu bekommen. Es kommt vieles noch zurück von Vergangenheit und die Stiergeborenen haben dieses Bedürfnis, etwas zu klären. Momentan fühlen sie sich etwas unsicher, aber in den kommenden Tagen kommt die Erkenntnis, die Stabilität und die Sicherheit. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft. Sie sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Und eine gute Nachricht oder ein wichtiger Termin ist zum Erwarten. Die Zwillingsgeborenen schauen auch hinter den Kulissen, also bekommen auch Erkenntnisse. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Fehlt die Stabilität momentan, auch die Kraft. Und da sollen die Krebsgeborenen daran achten, welche Richtung sind sie aktiv. Wenn das zu viel ist, genauso wie in vergangenen Tagen, verlieren sie die Gleichgewicht, die Kraft. Und sie sollen dafür sorgen, dass auch Ruhe einkehrt, ein gewisser Rückzug und das also auf dem Wesentlichen konzentrieren. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben heute ein gutes Gefühl. Auch gute Gespräche sind zum Erwarten und auch Neuigkeiten. Und diese Neuigkeiten helfen gerade die Löwengeborenen etwas Neues beginnen, etwas Neues starten. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft und sie bringen etwas in Ordnung. Viele Jungfraugeborenen verspüren gerade die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie. Aber ein bisschen Geduld noch bei dem Neubeginn, bis die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein wichtiges Thema Beruf, Berufung. Und es ist wichtig, die Gespräche führen oder Termin ausmachen. Nicht nur warten, bis ein Angebot kommt, sondern selbst aktiv sein, damit sie beruflich etwas verbessern können. In der Liebe Partnerschaft haben die Wagengeborenen die Leichtigkeit und auch die Glück. Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen kehrt etwas zurück von Vergangenheit. Entweder eine Person von Vergangenheit oder alten Themen werden geklärt. Viele Skorpiongeborenen planen eine Reise oder bekommen Besuch von Ausland. Bei Skorpiongeborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Beruf, Berufung. Eine gewisse Unsicherheit ist noch spürbar, aber in die nächste Zeit kommt es alles in Form und bekommen Klarheit die Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen bewegt sich einiges, weil sie sind gerade in einer Wandlung und in Veränderung. Wichtiges Thema ist momentan Liebe, Partnerschaft. Aber nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern es ist wichtig, auf anderen zuzugehen, Gefühle zeigen, Interesse zeigen, die Gespräche führen und so kommt alles in Bewegung. Und dann haben auch Glück die Schützengeborenen, sie sollen auf inneren Gleichgewicht achten. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist die Vergangenheit ein großes Thema. Entweder kehrt jemand zurück von Vergangenheit oder alten Themen werden aufgeräumt. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar. Aber das nehmen Sie auch als Aufgabe, nochmal alles anschauen, ein bisschen sortieren, von etwas verabschieden und dann auch Neues beginnen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen haben zurzeit Glück, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich. Auch eine gute Nachricht ist zum Erwarten und es ist ein Aufstieg bei den Wassermanngeborenen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine gewisse Unruhe, Unsicherheit spürbar. Ein bisschen Geduld noch, bis die Mond übergeht im Tierkreiszeichen Steinbock, dann kommt die Ruhe, die Gelassenheit. Also heute ist vielleicht nichts Neues beginnen. Und für die Fischengeborenen ist auch ein Glücksstein, diese Achat, also können sie als Amulett tragen. Ich empfehle noch dazu die Düfte, also nicht nur die Mondkraft und Sonnenkraft, sondern immer mit Düften arbeiten und diese Duftölen, das befindet sich auch in meinem Shop und auch die Beschreibung dazu unter www.fischengeborenen.de.
dendera-susanna-medici.com. Die tierkennzeichnenden Wiedergeborenen sollen etwas zurückhaltend sein, besonders was die Kontakte, Gespräche betrifft, nur geduldig sein, bis etwas ins Licht kommt oder bis die Wahrheit kommt. Momentan ist sehr schwierig, etwas zu klären. Trotzdem ist eine gute Energie, etwas Neues beginnen, kommen auch Einflüsse von außen und das kräftigt natürlich die Wiedergeborenen in allen Bereichen, auch in die Liebe, Partnerschaft, auch beruflich, aber was die Gespräche betrifft, eher schweigen oder zurückhaltend sein. Und das war mein Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen empfehlen. Es sind E-Mail-Beratungen und es geht auch blitzschnell. Das heißt, Sie schreiben mir ein E-Mail, beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, können Sie auch ausführlich beschreiben. Ich nehme gerne die Zeit dafür und ich beantworte die E-Mails blitzschnell. Noch im selben Tag, alle spätestens nächsten Tag bekommen Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt für die Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.